nachdem wir jetzt beim Horst Seehofer waren, der bei uns nicht viel zu melden hat, nachdem wir in Weidring waren, kehren wir in die Mozartstadt zurück im Schatten des Domes, zurück zum Konkordat, zu Hentfalten-Goschneuden und machen mal wieder das, was wichtig ist. Wie wir losgegangen sind, habe ich erklärt, ein Schiff wird kommen, nämlich ein einziges und das erst im Herbst 23/24. Und jetzt will ich ein paar gute Nachrichten verteilen, weil das unsere Grünen mit dem Privatjet fliegen und genauso schlecht sind wie die Sozis, die sich an der Teuerung bereichern und dass die ÖVP sowieso seit kurz ganz offiziell ein Problem hat und davor halt auch schon, weil da hat der Kanzler schon gesagt, wir haben kein Korruptionsproblem, wir haben das immer so gemacht. Kehren wir ins Hier und Jetzt zurück. Erinnern wir uns, dass wir theoretisch der mündige Bürger, der Steuerzahler und der Souverän sind. Wir sehen ja, das funktioniert ganz gut. Die meisten gehen lieber Kaffee trinken als auf die Straßen. Passt schon, wie gesagt, das ist Demokratie, da kann man auch sagen, 40% gehen wir nicht an. Aber wie gesagt, der Zug ist abgefahren, das Schiff wird kommen. Damit haben wir die Transportmittel durch. Ganz viele vorne mit den Elektroroller und teilten unseren Vogel, weil sie noch nicht verstanden haben, dass der Strom eventuell für ihren Elektroroller nicht nur aus der Steckdose, sondern auch irgendwo anders herkommen muss. Passt aber alles. Wir haben heute auch gesehen, mit welchem Nachdruck die Salzburger Exekutive darauf achtet, dass man nicht irgendwo ein Infomaterial hinpickt, weil wie gesagt, das Aufklären von Frauenvergewaltigungen oder ähnliches braucht man nicht, Grenzschutz braucht man nicht, aber wir müssen Aktion scharf machen, die Bevölkerung soll bloß nicht lesen können, was hier alles zum Himmel steht. Gut, das gilt nicht für Fußballbäcker von SV Casino Salzburg, weil das ist ein Traditionsverein, der darf überall hinpicken, die haben sich auch gehorsam impfen lassen, damit sie wieder ins Stadion dürfen, genauso wie die Heimatvereine, Prangerstutzen und Krampelvereine, die haben da auch ganz alle brav mitgemacht und deswegen will ich allen, die uns da immer noch einen Vogel deuten und uns für Spinner halten, weil wir so wenige sind, eins mitteilen. Es gab da dieses Land, wo die Trucker protestiert haben bei Raumtemperaturen, weil das sind nämlich keine Österreicher, das ist eine Bevölkerung mit Eiern. Dieses Land ist Kanada. Und in Kanada gibt es eine kleine Region, die heißt Alberta. Und dort hat man sich inzwischen von politischer Seite ganz offiziell für die vorhin erwähnte Spaltung zwischen den guten Menschen und den schlechten Menschen entschuldigt. Man hat dort gesagt, die am stärksten verfolgte und ungerecht behandelte Gruppe dieser Zeit sind die Ungeimpften. Wie gesagt, das ist Kanada. 7 Tage drauf hat man am obersten Gerichtshof in New York festgestellt, dass jeder, der aufgrund einer Impfverweigerung, sprich aufgrund des Rechtes auf seine körperliche Unversehrtheit, gekündigt wurde oder andere wirtschaftliche, finanzielle und sonstige Repressalien hatte, entschädigt werden muss. Aber wie gesagt, in Österreich hat man 1,2 Milliarden ins Budget für 2023 genommen, um zu den 40 Millionen Impfdosen, die wir haben, neue zu kaufen. Wir zahlen weiterhin EU-Geld, um einen Krieg zu betreiben, der als neutrales Land nicht der unsere ist und der uns in die Bredouille bringt, dass wir auch in diesem Punkt, genauso wie in der Corona-Politik, einmal mehr unsere Verfassung brechen. Aber trinkt nur euren Kaffee, es ist alles gut, solange sie die Wirten den Strom noch leisten können, um den Kaffee aufzubrühen, ist alles gut. Die Wintersaison für die Gastronomie wird auch toll. Die hat jetzt nämlich brav die Pappen geholfen, damit sie Förderungen kriegen, haben ausgebaut, Sauna- und Spa-Anlagen und jetzt kommen sie auf einmal drauf, dass das alles Geld kostet, nämlich Strom. Es wird ein fröhlicher Winter, da werden dann wieder ein paar zugestoßen und mit uns zusammenrücken, weil man dann nicht so friert, wenn man ein bisschen Bewegung hat und das Kuscheln ja so toll ist. Ja, in diesem Sinne hätte ich gesagt, überlegt euch, warum Amerika und Kanada ein bisschen den Ruf von the Land of the Free haben und warum wir als einziges Land, anders als China, und die haben dort immer noch eine Zero-Covid-Politik, als einzige eine Impfpflicht hatten. Und warum man bei uns immer noch an manchen Orten Masken tragen muss, obwohl inzwischen klar ist, dass unnötig ist. Ich zitiere da gern den Dr. Stade, Vizepräsident vom Robert-Koch-Institut und alle Studien. Ihr könnt euch das alles gern beim Google angucken, was ich gesagt habe, weil die meisten werden ja wieder sagen, ja Leute, ich sag, ja, das habe ich im ORF und in der Krone-Zeitung nicht gesehen. Ja, so ist es in diesem Sinne. Danke. Ich werde dann vielleicht am Heimweg noch irgendwo einen Flugzettel hinpicken, ganz illegalerweise.
illegalerweise aber eine Exekutive, was dagegen hat, und natürlich zum anderen, weil das kulturelle Aneignung ist. Ihr wisst, in Zeiten, wo wir 64 Geschlechter haben, ist es ganz wichtig, politisch korrekt zu sein. Wir haben den Karl May ein bisschen abgeschafft, weil Karl May ist ja nicht unser Kulturkreis. Das Schöne ist, ich würde einfach sagen, wir hören jetzt auf, mit römischen Ziffern zu schreiben. Wir hören auf, arabische Zahlen zu verwenden. Generell sollten wir uns vielleicht ein bisschen auf unser eigenes Erbe besinnen. Wir schreiben jetzt einfach alles nur noch in alten germanischen Runen. Und am besten machen wir nicht einmal das, weil die haben wir vielleicht alle irgendwo von irgendeinem anderen nordischen Volk übernommen, das nicht das unsere ist. Ich würde einfach sagen, wir setzen uns wieder in die Höhle und schmieren Bärenkacke an die Wand. Wenn wir Bruno den Problembären erschossen haben, schmieren wir einfach die eigene Kacke an der Wand. Dann können wir sicher sein, dass wir keine kulturelle Aneignung haben. Und wenn wir ausreichend bunte Bärchen sammeln, können wir einen Regenbogenfarbe scheißen. Und dann ist politisch alles korrekt. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Sonntag. Genießt den Kaffee, gruselt euch ein bisschen an Halloween. Und dann hätte ich einfach gesagt, gedenkt derer Hirnzellen, die da abgestorben sind. Weil anscheinend macht man ja am Nationalfeiertag quasi, dass man die Nation feiert. Und am 1. November, dass man dem gedenkt, was alles von uns gegangen ist. Und das war ja in Österreich gleich einmal als erstes der Verstand und der Charakter. In diesem Sinne danke, dass ich in diesem Land arbeiten und Steuern zahlen darf. Danke, dass man mich so gut beschützt, wenn ich irgendwo einen Zettel hinpicke, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und vielen, vielen, vielen Dank auch, dass es so unglaublich viele Mitstreiter gibt, die da auf die Straße gehen. Ich würde mich nämlich sonst echt ein bisschen eingeengt fühlen, wenn es noch mehr waren. Zwecks dem Sicherheitsabstand. Wisst ihr, da war mal was mit so einem kleinen Elefanten. Da haben wir Millionen ausgegeben, um die Kampagne zu machen, um den Österreichern ihr tatsächliches Alter vorzulegen. Weil 2 Meter hätte man ja noch nicht sagen können. Hat man erklären müssen, dass ein Babyelefant ist. Und falls ihr jetzt glaubt, ich beschimpfe euch oder ich rede euch blöd an, entspannt euch, das haben der Kogler gemacht, das haben der Van der Bellen gemacht. Das hat die Edstadler gemacht. Also ihr seid es als Untertanen ja eh schon gewohnt, blöd angehetzt zu werden. Also man verzeihe mir das. Lasst euch einen Kaffee gut schmecken. Brav am Montag wieder arbeiten gehen. Steuern zahlen. Alles wird gut. Ein Schiff wird kommen.